Okay, now getting back to Doris. Gehen zurück zu Doris. I want Doris to say what she felt when I was working there for a moment, what she felt. Doris, kannst du sagen, was du gespürt hast, als Tom gearbeitet hat? Ja, ich habe also gespürt, dass mir das hier so richtig im Kehlchakra gezogen hat. Danach wurde es mir fürchterlich kalt. Und ja, das ist jetzt auch noch, dass mir richtig eisig ist. Also okay. Obviously, the energy in the room has highlighted or stimulated something in Doris. Offensichtlich hat die Energie in dem Raum hier irgendwas bei Doris stimuliert. And it might be indicating to us that it might need a little attention. Attention? Attention. It needs attention. Das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass wir hier darauf achten sollten. I'm not going to do bioenergy. I'm going to go straight in to the second protocol where Tom, I access our subconscious. Tom macht jetzt keine Bioenergie, sondern macht den zweiten Teil, wo er direkt den Zugang zum Unterbewusstsein bekommt. And I want to see what's going on here. Und will schauen, was hier los ist. Okay, so I'm checking her hemispheres. Tom checkt zunächst mal, ob die Gehirnhälften funktionieren. And her left hemisphere is not connected. Und die linke Hirnhälfte ist nicht verbunden. 80, 70, 61, 62%. Ist nur bei 62%. Okay. Her suture, her cranial sutures here are not functioning correctly. Die Verbindungen zwischen den Schädelknochen funktionieren nicht richtig. The sagittal suture, the coronal, the lambdoidal, these sutures are not functioning correctly. Also die Verbindungen zwischen den Schädelknochen funktionieren nicht richtig. Her cranial bones are not articulating correctly. Das heißt, die Schädelknochen kommunizieren nicht richtig miteinander. And her hemispheres are not functioning correctly. Und die Gehirnhälften funktionieren nicht richtig. I'm asking her subconscious, did they ever function correctly in her life, and it says no. Tom fragt das Unterbewusstsein, ob sie jemals in ihrem Leben richtig funktioniert haben, und das Unterbewusstsein sagt nein. I'm going to go straight back to 9 months after birth. Tom schaut direkt neun Monate nach 100, der Geburt. 90, 80. This was connected 80%. Also 9 Monate nach der Geburt war die Verbindung 80%. But it has since gone back to 60%. Ist aber seitdem bis auf 60% gesunken. So. She's been compromised all her life. Das heißt, es war ihr ganzes Leben lang. Part of her program is missing all her life. Ihr ganzes Leben hat eigentlich ein Teil ihres Programms gefehlt. Okay. Well, when this happens, we go back and see, is there any birth shock? We have to find out why is this happening? So wenn wir sowas finden, müssen wir schauen, warum ist dies passiert, und müssen weiter zurückschauen. Subconscious saying yes, there was birth shock. Und das Unterbewusstsein sagt, ja, da war Geburtsschock. So how am I going to find out I'm going to find out the features of birth shock. I'm going to check her life force energy 1 hour before birth and 1 hour after birth, and then I'm going to compare. So wir schauen, Tom schaut ihre Lebensenergie eine Stunde vor der Geburt und eine Stunde nach der Geburt. So her energy, her life force energy of 1 hour before birth was 119.91. It was 92%. Also eine Stunde vor der Geburt war ihre Energie bei 92%. Excuse me, there was some compromise there, but not too bad. Also es war nicht hundertprozentig, aber relativ gut. 1 hour after birth, 190, 80, 70, 60, 50, 40, 41, 42% 1 hour after birth. Eine Stunde nach der Geburt war ihre Gesamtlebensenergie bei 40%. So she lost nearly 60% of her energy in the birthing process. Das heißt, durch die Geburt hat sie 60% ihrer Lebensenergie verloren. And she has not regained it. Und hat sie nie zurückbekommen. Okay. She has not regained it. Okay. So I want to find out where this energy has gone. So Tom möchte wissen, wo ist die Energie hin? This energy is with her mother. So die Energie ist noch mit der Mutter. Is her mother alive or passed over? Lebt deine Mutter noch? Yeah. She here now? She's alive. She here tonight? No. No. Okay. What's your mother's name? Okay, the subconscious mind says, I've got to retrieve this energy from mother. She's holding this program. Das Unterbewusstsein sagt, ich brauche die Energie zurück von der Mutter. Okay, the mother holds the program for the child. Die Mutter hat das Programm vom Kind. Now, how this will bear out is that there can be often a lot of drama between children and mothers. There can be a play out of drama because the subconscious mind of the child says, Mammy, I want my program, meet my needs. Das, wie sich solche Sachen im Leben dann zeigen, ist, dass es zwischen Mutter und Kind durchaus viel Drama sein kann, und weil das Kind immer sagt, Mama, du hast noch ein Programm von mir. Consciously, the mother will say, well, I do meet your needs. I love you, I clothe you, I feed you, I look after you. Bewusst sagt die Mutter, ja, ich tue alles für dich, ich ziehe dich an, ich wasche dich, ich fütter dich, ich kümmere mich um dich. The subconscious mind of the child says, no, but that's not what I mean. Aber das Unterbewusstsein sagt, aber das ist nicht das, was ich meine. What about my life force that I left during the birthing process? Was ist mit der Lebensenergie, die ich während meiner Geburt verloren habe? You know, what about the fact that my brain didn't integrate at 9 months? Was ist mit der Energie, die mein Gehirn nicht vollständig vernetzen ließ? My whole metabolism was not up to where it should be. I didn't develop properly. Mein ganzer Metabolismus hat sich nicht richtig entwickelt. I was compromised.
Ich war einfach. It's 6 months in utero. She downloaded a gene fault from her father's side. Going back 6 generations. Also im sechsten Monat in der im Mutterleib hat sie Informationen von der father's side. Ja. Yeah. Von der Seite des Vaters heruntergeladen. So she was damaged when she was in the womb. Das heißt, sie war schon geschädigt. There was already spam in the software. Das heißt, ihre Software wurde schon geschädigt, als sie noch im Mutterleib war. That's why she was only 90% before birth, 1 hour before birth. Deswegen war sie nur bei 90% vor der Geburt. Okay, and then the birth shock. Und dann kam der Geburtsschock. She could not develop properly. Her brain could not integrate. The features of development could not happen properly for her. Das heißt, sie ist all die Dinge, die da sein müssen, damit sie das Gehirn richtig entwickelt, die waren eben nicht gegeben. And her needs were not met. Und ihre Bedürfnisse waren einfach nicht, wurden nicht beantwortet. And she can continuously create metaphors and drama to trying to get this back from her mother. Und sie hat immer zu Metaphern erzeugt, um das von der Mutter zurückbekommen, was sie braucht. When children are very clingy. Wenn Kinder sehr sauber sind. And afraid to let the mother out of their sight. Oh, clingy, sorry. Wenn Kinder sehr anhänglich sind und Kind die Mutter nicht aus ihrem Feld lassen wollen. Constant fear and oversensitive. Und immer zu Angst haben und übersensibel reagieren. This means that there's unfinished business in the birthing process. Das zeigt einfach, dass da unvollendetes Geschäft zwischen Mutter und Kind aus der Geburt ist. Huge anxiety between the mother is associated with the child. Was einfach zu großen Ängsten zwischen Mutter und Kind führen kann. And can also end up in a lot of postnatal depression for the mother. Und auch zu Depressionen nach der Geburt bei der Mutter führen kann. Because when we have rebalanced this and recorrected this. Denn wenn wir das wieder ausgleichen und korrigieren. You know, for young mothers. Für junge Mütter. It has disappeared. Ist verschwunden. You know, so this is what's going on, and this can cause subliminal rage. Und das kann auch Wut hervorrufen. A child can have subliminal rage from very early age. Ein Kind kann sehr früh in einem sehr frühen Alter Wut und Zorn when these zeigen, needs are not met by the parents. Wenn diese Bedürfnisse von den and Eltern society nicht, around them, wenn diese Bedürfnisse von der they are very angry. Von den Eltern und der Umwelt herum nicht erfüllt werden. Because they know there's something wrong. Weil die Kinder wissen, da stimmt was nicht. Something very has something very wrong and they want to be well. Und die Kinder einfach gesund sein wollen. And all the metaphors, all the symptoms are only metaphors. Und all die Symptome sind nur Metaphern. To try and say to the world, can you not see? Um der Welt zu sagen, könnt ihr nicht sehen. Look at my eyes. Schau meine Augen an. Look at this eye gone in. Schau, wie mein eines Auge sich anders verhält als das andere. That's because my left brain has not functioned. Das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass meine Gehirnhälfte nicht look richtig at the way I'm walking. I walk with like a look. Instead of like this, I'm walking like this. Can you not see only one side of my brain is working? Wenn Kinder, wenn die Arme nicht entgegen der Füße schwingen, wie man normalerweise läuft, ist ein Zeichen dafür, dass das die Hirnhälften can you not see by my behavior, my interaction with other children? Könnt ihr nicht sehen, wie mein Verhältnis sich mit anderen Kindern verhält? That something stands out. Dass irgendwas heraussticht. I cannot communicate emotionally with them. Ich kann emotional nicht mit meinen Freunden mich austauschen. Can you not see by my behavior in general? Könnt ihr es nicht an meinem Verhalten allgemein I'm unhappy. Sehen? Dass ich unglücklich bin. I wake at night in nightmares. Dass ich nachts Albträume habe. You know, food, I can't digest my food properly. Ich kann mein Essen nicht richtig verdauen. I cannot function in society. Ich kann in der Gesellschaft nicht richtig funktionieren. Und dann bringt man die Kinder zum Psychologen und Psychiater und die Kinder bekommen ein Label. You know, and there may be other aspects that need to be corrected as well. Und es gibt dann auch andere Aspekte, die korrigiert werden müssen. And this can cause this subliminal rage. Und das kann einfach zu Wut und Zorn it führen. Can cause fibromyalgia. Kann auch zu Fibromyalgie Arthritis. Führen oder Arthritis. You know, all sorts of problems in the physical body. Viele verschiedene Probleme im physischen Körper. They will all be labeled at some point. Die irgendwann ein Label bekommen. You know? But it's not maybe not the real problem. Aber das mag nicht ist vielleicht nicht das richtige you know? Das eigentliche Problem. I'm asking her subconscious mind, is there subliminal rage there? And she says yes. Tom fragt, ob da verborgene Wut und Zorn ist und sagt ja. You know? So what we have to do here is we have to retrieve the information from mom. Was wir machen müssen, wir müssen die Informationen von der Mutter zurückholen. And give her back her program. Um ihr Programm zu bekommen, ihr Programm zu geben. You know, release the energy to all the areas that was blocked. Download all the apps that were missing to download all that information. Damit der Körper all die Informationen herunterladen kann, die er braucht. And when that happens, she may have an emotional reaction. Und wenn das passiert, kann es sein, dass sie vielleicht eine emotionale Reaktion zeigt. She will have emotional reaction, if not now, in the next couple of days. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht in den nächsten Tagen. Because the consciousness of all that happened will suddenly hit her. What she was missing and now that she's gained. Weil plötzlich all das, was gefehlt hat, da ist.
You know, and if these needs are not addressed this particular way, if you don't make that mind-body connection, it's very difficult to find the source, to find harmony, to find, to reconnect, to be yourselves. Do you understand? Und solange diese Körper-Geist-Verbindung nicht hergestellt wird, nicht wiederhergestellt wird, ist es schwierig, okay, sich selbst in einem ausgeglichenen Zustand zu finden. Whenever these type of traumas happen, wenn immer diese Art von Trauma entsteht, wird die Herzenergie beeinträchtigt. We measure the heart energy from as a maximum 77 megahertz is to be maximum. Wir messen die Herzenergie mit 77 MHz Maximum. So her heart energy 70, 60, 50, 40, 30, 30, 31, 31 out of 72 megahertz, 77 megahertz. Und ihre Herzenergie ist bei 31 MHz statt 77 MHz. That's okay. The chakras are entering correctly, the crown, brow, throat, heart, solar plexus. These five chakras are not functioning correctly, the upper five chakras. Die oberen fünf Chakren funktionieren nicht richtig. Eight of the 14 meridians are not functioning. Acht der 14 Meridiane funktionieren nicht richtig. And none of the auric fields are functioning correctly. Und keines der sieben aurischen Felder. 198 to 70 to 65. They're only functioning at 40%. All die funktionieren nur mit 40%. Her immune system out of 10 being maximum and 0 being nothing. Is it 1, 2, 3, 4 out of 10? Ihr Immunsystem ist bei 4 von 10, also 10 Maximum, 0. And the ability, her ability to correct this in this reality present up until now was 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Her self-corrective power was only 2 out of 10. Und ihre Möglichkeit, es selbst zu korrigieren, liegt bei 2 von 10. Which means she cannot reverse or correct this without putting on the jump leads. Das heißt, sie kann das nicht korrigieren, ohne die Starterkabel zu nutzen. It's like the battery. A beautiful car, but the battery is not functioning. Wunderschönes, wie beim Auto. Wunderschönes Auto, she needs the jump leads. Aber ohne Starterkabel springt es nicht an. That's all I need to give her, the jump leads. Sie braucht nur die Starterkabel. Because once I get the jump leads on and bring up the energy to 100%, she'll self-correct like that. Sobald sie die Informationen zurückbekommt, korrigiert sie sich selbst. So this is where we use sounds, the special sounds, the scent, the stones. This is where we use the special frequencies we use. Das ist, wo wir dann spezielle Klänge, Steine, Düfte und Farben nutzen. Okay, and these sounds that we have are special sounds that hold all the maximum life force of all the energies of the body. Und die Klänge beinhalten die spezielle Frequenz, die der Körper braucht. And that's similar to putting on the jump leads and giving a big jolt of energy. Und das ist wie wenn man die Starterkabel ans Auto und die Batterie anschließt. And that's all she needs. Das ist alles, was sie braucht. Once that happens, she will start to self-correct very quick. Und sobald das passiert, wird sie selbst korrigieren. All the energy that was missing will all download right through her whole system, her cells, organs, everything. All die Informationen, die gefehlt hat, wird der Körper herunterladen. She'll need a few sessions of therapy. Sie braucht ein paar Sitzungen. It'll take one day, one week, one month, two months. It'll take 3 months for the brain to fully integrate. Es wird 3 Monate brauchen, bis das Gehirn sich vollständig neu vernetzt. Usually in Ireland and same here, we look after people during that time. We bring them in for a few sessions. Und in Irland und hier genauso bringen wir das Leute deswegen wiederkehrend in die Sitzungen. I'm just going to do a little bit of work with her energy field. Just stand up for a moment, Ross. I'm just going to check her energy field for a moment. I'll just do a little bit of work here. Tom, möchte nur kurz das Feld checken. And then I'm going to measure again because already changes have taken place. I'm going to measure those changes already, just from making her aware consciously of what actually goes on, bringing that information. Also nur dadurch, dass Tom sie bewusst macht. From this level of reality out here to this level of reality here. Ihr bewusst macht, was los ist, und kurz mit ihrem Energiefeld arbeitet und danach misst, kann er die Veränderung schon sehen. So your field is very magnetic. This energy, runs through her field. You know, so we can do this way. You know, okay. Okay, so you can move energy. The energy field is a conducting device. It conducts information and flow. Okay. Conduct. Conducts. It moves it. It brings it. It connects it. Also das Feld bewegt die Energie. So you see here. Look, I'm moving energy through her field now, just through the bioenergy process. Also bewegt die Energie durch ihr Feld. And she feels. Und sie spürt push das. From the back. I can push in, and you'll see that it'll bring her forward. I push the forward. So this reestablishes all her software. It reconnects all her software. Und das wird ihre Software korrigieren. But the fact that I've identified all the information to the conscious mind. Die Tatsache, dass Tom all die Faktoren zum Bewusstsein gebracht hat. This is the first connection. This is the first connection. Das ist die erste Verbindung. The therapy and the sounds amplify that. Und die eigentliche
Die Behandlung danach und die Klänge verstärken das Ganze. The bioenergy working in her field reestablished the flow of energy through all her 28 cardinal frequencies. Die Bioenergie sorgt dafür, dass die Energie in Fluss kommt in allen Energiefeldern. Okay. Distance makes no difference. Und Entfernung macht keinen Unterschied. I can do this from here just as well as over there. Look. Same thing. Feel? Yeah. And she says earlier on her throat was giving problems. Sie hat, Doris hat vorhin gesagt, ihr Hals macht Probleme. Because that was the inability to express her inner needs. Weil das einfach die Unfähigkeit war, die inneren Bedürfnisse auszudrücken. You feel now? Okay, now you feel. So, this is just a little sample. I've just done a quick correction. Okay? Das ist nur ein kleines Beispiel von einer kurzen Korrektur. In our clinics, we'll be very thorough. Okay? Also in der Klinik ist es viel ausführlicher und länger. To make sure all the information is got. Dass man all die Informationen and all the energy work is done. Und all die Energiearbeit gemacht this wurde. This is what changes lives, changes realities. She'll never be the same again, even after this. Das verändert das Leben und die Realität. You feel different. What do you feel? It works. Huh? It works. Okay. Thank you very much, Pesh. Thank you very much. Okay.